Ein Land, unzählige Fleischgeschichten. Deutschland steckt voller Fleischerzeuger, die ihr Handwerk verstehen und ihren Beruf wirklich lieben. Wir wollen ihren einzigartigen Produkten, ihren Visionen und Philosophien eine Bühne geben. Und zwar genau hier. Das ist die Epic Meat Tour. Zusammen mit Charbroil. Brandenburgisches Steppenland, 37 Grad im Schatten, Trockenheit pur. Mir rinnt der Schweiß von der Stirn, aber hey, da müssen wir heute durch, denn es geht heute um diese Rinder da hinten, Zebu-Rinder. Die lieben diese Hitze, denn dort, wo die herkommen, aus dem asiatischen Raum, da ist das hier an der Tagesordnung. Was diese Rinder aber hier in Brandenburg zu suchen haben, das gilt's heute rauszufinden. Los geht's. Die erste Adresse dafür ist Nils-Peter Czaja. Der Zebu-Rancher des Zebuland in Zossen. Wir haben uns mit ihm verabredet am späten Nachmittag, etwa 30 Kilometer südlich von Berlin. Hier züchtet Czaja auf einem ehemaligen Truppenübungsgelände der Sowjetunion eine der ungewöhnlichsten Rinderrassen, die Deutschland zu bieten hat. Zwergzebus, nur 250 bis 500 Kilogramm schwer und mit ihrem unverkennbaren Markenzeichen, der Buckel hinterm Kopf. Also es gibt 60 verschiedene Zebu-Arten. Zebu heißt einfach Rind, Buckelrind. Und unsere sind, ich sage extra immer, dass wir ein kleines, kleinrahmiges Buckelrind züchten, weil wir auf andere Dinge Maß nehmen. Und dem Grunde nach kommen die aus Sri Lanka, Bangladesch, Südostasien. Da kommen die her. Wir sind ja hier Landschaftspfleger. Und unsere Aufgabe bestand darin, hier diese kargen Flächen hier freizuhalten. Und da war vor 14 Jahren eben so die, oder 16 sind es inzwischen sogar, 16 Jahren so die Problemlösung, wie beweiden wir hier, dass es auch geht, dass wir auch noch ein Produkt dabei erzeugen, und aber das alles nachhaltig ist. Wir haben praktischerweise festgestellt, dass die Tiere sich viel besser entwickeln im Familienverbund. Und dass die Harmonie in der Herde auch die Fleischqualität deutlich nach vorne bringt. Und das hat uns dazu bewogen, die Herden so aufzubauen, dass mehrere Generationen von Kälbern mit ihren Müttern hier zusammen leben können. Ich sag mal, Zebu ist als asiatische Rinder haben sowieso von Grunde her eher einen sehr hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Das ist ein Riesenplus, weil der sehr gesund ist. Aber Zebus aufgrund ihres sehr hohen Adrenalinspiegels und das als Wildrind, so leben sie ja auch, haben sie schon Probleme, Fett einzulagern und auch eine vernünftige Fettabdeckung aufzubauen. Gerade dann, wenn sie eben nicht harmonisch leben. Und deshalb haben wir praktischerweise hier, legen wir hier extrem Wert auf diese Harmonie. Also du musst dich von all dem, was man über die Rinderhaltung und Rinderzüchtung gelernt hat, hier so bei den konventionellen Rassen, von dem musst du dich verabschieden. Weil du musst aufpassen, dass du nie mit dem Tier zurückwächst. Soll heißen, zum Beispiel, wenn ein Kalb 8 Monate oder 9 Monate alt ist, wird man es normalerweise von der Mutter wegnehmen. In dem Moment wechselt Kalb zurück, nimmt ab, logischerweise, weil nicht mehr der Eiweiß. Das Eiweiß kommt von der Mutter, sondern sie sich das woanders suchen müssen, das nicht gleich finden. Das haben wir ausgeschaltet. Wir sagen, die Mutter ist das Kraftwerk des Kalbes. Und zwar so lange, wie das Kalb es für richtig hält, an der Mutter zu trinken oder wie die Mutter es für richtig hält, dem Kalb Milch zu geben. Was dazu führt, dass wir teilweise eine Mutter haben, die mit ihrem 2-jährigen und ihrem 1-jährigen Kalb steht. Auf der einen Seite trinkt das 2-jährige, auf der anderen Seite trinkt das 1-jährige Kalb an der Mutter. Das passiert hier auf der Koppel. Für uns ist eigentlich Geduld das absolut notwendigste Thema. Also für uns heißt das, jedes Rind wird hier mindestens, ich sag mal, zwischen 5,5 und 7,5 Jahre alt, je nach Geschlecht. Ein Ochse, der mit 5,5 ausgewachsen ist, kann dann auch schon mal geschlachtet werden. Aber es ist in der Regel, sind die erst mit 6,5
irgendwie fertig. Und solange lassen wir denen inzwischen die Zeit. Einfach, die müssen die Zeit haben. Wir halten den Rekord in Europa mit einem 22 Jahre alten Steak. Wir hatten hier eine sehr alte Kuh auf der Koppel und die hatte dann im letzten Jahr schon kein Kalb mehr, was dann dazu geführt hat, dass sie viel mehr Energie hatte zum Umsetzen. Und als wir dann auf unseren Rinderpass geschaut haben, haben wir gesagt, Mensch, ey, verflixt, die ist ja schon 21 Jahre alt. Und dann ist sie mit diesen 21 Jahren in die Schlachtung gegangen. Und dann habe ich mit meinem Kumpel aus Südtirol in Parchins, Simon Gamper, gesprochen und gesagt, Mensch Simon, lass uns da daraus doch einen Rekord machen. Und du brätst bei dir unsere Steaks. Und so kam es zu der Geschichte, dass wir praktischerweise dort in Parchins in Südtirol die ältesten Steaks Europas gebraten haben. Also diese Rinder haben alle diesen Buckel, größer, kleiner, je nachdem, auch geschlechtstypisch, wird da bei männlichen Tieren deutlich größer als bei weiblichen. Und der Buckel ist ein verlängerter Nackenmuskel und hat dem Grunde nach keine besondere Bewandtnis. Ist aber genau wie der Nacken an sich extrem fest und mit extrem viel Kollagen durchsetzt. Mit einer riesen Sehne in der Mitte und daraus kann man eben, und das machen wir ja dann auch, einen vorzüglichen Schinken produzieren. Cebu, eine Rarität in Deutschland. Und genauso rar ist damit auch der Buckel. Das hat Nils-Peter Chaya erkannt und sich für dessen Veredelung Unterstützung von seinem Freund und Fleischsommelier Ronny Paulusch geholt. Gemeinsam hat das Doppel-Fleischsommelier-Team über Jahre an einem Buckelschinken getüftelt, der nun Marktreife hat. Glück für uns, dass an diesem Tag sowohl Ronny als auch der Schinken anwesend sind. Über dieses Teil hier haben wir eben gesprochen auf der Weide mit dem Nils, der Buckel vom Cebu. So sieht er aus in seinem Originalzustand, wenn er roh ist. Und neben mir ist der Ronny, eben schon angepriesen, unser Reifespezialist. Ronny, du hast mit dem Nils zusammen ein Produkt entwickelt aus diesem Buckel, das so, glaube ich, in dieser Form deutschlandweit fast einmalig ist, oder? Nicht ganz, aber... Nicht ganz. Es gibt natürlich auch andere Cebu-Züchter, die sich daran gemacht haben. Wir hingegen haben es geschafft, da wirklich auch eine Goldmedaille dazu zu kriegen. Wir haben es geschafft, dass der in der Reifung ganz besondere Prozesse hinter sich hat und dadurch kaum existente Reiferänder hat, sodass wir wirklich einen richtig schönen Rinderschinken hier haben, in einem außergewöhnlichen Geschmack, einer außergewöhnlichen Marmorierung. Der liegt hier. Der liegt hier, ja. Erzähl mal ein bisschen was, bevor wir den Anschnitt machen und mal reingucken. Erzähl mal ein bisschen was zum Entstehungsprozess. Welche Prozesse hat der hinter sich? Es ist ein traditioneller Herstellungsprozess, wie man schon seit vielen hundert Jahren macht. Angefangen das Ganze natürlich, er wird erstmal pariert, weil man sieht hier schon die Unterschiede. So ist er im Zustand, wie er aus dem Tier kommt. So ist er dann als Schinken, also es wird einiges abgeschnitten, die Silberhaut wird weggemacht, die Sehne wird ein bisschen drapiert, dass er dann wirklich auch eine gefällige Form hat, wird dann eingesalzen, wird gepökelt unter Vakuum für ungefähr 4 bis 6 Wochen, hängt ein bisschen natürlich auch von der Größe ab, darf dann aus dem Vakuum raus. Wird währenddessen eine Zeit lang durchbrennen, dass das Salz sich, was im Schinken ist, wieder verteilt. Hat eine spezielle Würzung. Die war natürlich nicht ganz verraten, weil unser Fokus lag hier wirklich auf der Fleischqualität, auf dem Fleischgeschmack, dass die rausgekommen ist. Und er darf danach, wenn er oberflächlich soweit abgetrocknet ist, eine Prise Buchenrauch einatmen. Das heißt, er wird eine Weile geräuchert, bevor er dann wieder in die Reifung geht und dann ungefähr für 3 bis 4 Monate auch wieder größenabhängig reifen darf. Was passiert im Schinken in dieser Zeit? Geschmackskonzentration ist sicher ein Stichwort, oder? Ja. Aber auch reife Aromen kommen da rein, ne? Also die Geschmackskonzentration ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er verliert in etwa 30 bis 40% seines ursprünglichen Gewichts. Und alles, was er verliert, ist natürlich nicht Geschmack, sondern ist Flüssigkeit. Und dadurch, dass ich die Flüssigkeit entziehe, der Geschmack aber drin bleibt, habe ich natürlich einen deutlich intensiveren Geschmack am Produkt. Ich habe natürlich über die Dauer der Reifezeit allein dadurch, dass drin die autolytischen Prozesse passieren, wo Enzyme, Proteine spalten, eine höhere Zartheit. Also er wird nicht wirklich zart wie ein Steak, dazu bräuchte ich ein bisschen Hitze, dazu müsste ich die Kollagene umwandeln, aber er wird sehr mürbe. Also man hat ein schönes Gefühl auf der Zunge, man kann den dann wirklich schön am Gaumen zerdrücken. Und die Eigenaromatik, der Eigengeschmack durch die Einwirkung von Sauerstoff während dem Reifen von außen, habe ich so natürlich wirklich eine Aromatikbildung, die für sich spricht, die einfach einzigartig ist in dem Produkt.
Und jetzt warten natürlich alle drauf, dass wir da mal reingucken können, weil wenn man so einen Buckel sieht, das ist an sich schon ein sehr kurioses Konstrukt, weil es eben nur an wenigen Tieren vorkommt. Ja. Aber man kann sich irgendwie schwer vorstellen, was hat der innen für eine Struktur, wie viel Fett ist da drin. Können wir schneiden, mal den, schneiden wir sehr gerne. Schinken mal anschneiden. Wow. Ach, hey. Schaut euch das mal an. Ich halte es mal einfach in die Kamera hier. Das ist eine Marmorierung. Ist das, also, man wird ja jetzt mutmaßen, das ist ein Wagyu, oder? Ich würde auch als Wagyu-Schinken durchgehen. Es ist einfach ein einzigartiges Produkt. Und weil du gerade von Wagyu sprichst, der ist natürlich noch deutlich seltener als Wagyu. Also in der Qualität, die Buckel, man sieht es hier, wir haben da eine schöne Fettabdeckung. Er ist schön durchmarmoriert. Das sind im Jahr vielleicht 40, maximal 50 Buckel, die in der Qualität kommen. Wenn man jetzt mal dagegen rechnet, wie viele Wagyus auf dem Markt wären, ist das natürlich von der Exklusivität her ganz, ganz oben anzusiedeln. Und das Erscheinungsbild spricht für sich. Man sieht, der Trocknungsrand, von dem ich vorher gesprochen habe, der bei Rinderschinken immer ein Problem ist, ist quasi nicht existent. Wir haben eine komplette Durchrötung bis zur Mittelsehne. Also einfach ein wunderbares Produkt. Und ich schneide dir gerne eine Scheibe runter. Wir probieren mal ein Stück. Aber ich werde versuchen, euch dran teilhaben zu lassen. Hauchdünn aufgeschnitten, ne? Dann lass uns mal versuchen, in Worte zu fassen, was hier im Mund passiert. Ja. Das Erste, was mir auffällt, ist, dadurch, dass sich das Fett schnell auflöst, hast du wie so eine Art netzartige Struktur, die sich ausbildet. Mhm. Total interessantes Gefühl, weil du wie so ein luftiges Netz hast, weil das Fett schmilzt raus. Man sieht es ja auch hier und man hat quasi das Fleisch, was übrig bleibt. Krasser Schmelz. Ja. Sehr gut beschrieben. Aber kein, wie soll ich sagen, kein brachiales Schinkenaroma, sondern sehr subtil und edel, finde ich. Ja, also der Rauch kommt leicht durch, hängt damit auch zusammen, dass man ihn natürlich riecht. Aber wie du sagst, das Fett schmilzt sehr, sehr schnell. Das hat einen niedrigen Schmelzpunkt, was natürlich auch dafür spricht, dass wir einen sehr hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren haben. Ähnlich wie beim Wagyu, wo das Fett auch so schnell schmilzt. Man hat dadurch einen schönen, samtigen Geschmack im Mund. Und dazu kommt dann das Fleisch mit der leichten Gewürznote. Vom Salz her genau richtig. Also es ist ein Salz zu spüren, das darf man beim Schinken auch. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt eine Salzschärfe drin hätte. Also es ist insgesamt ein ganz runder, harmonisch abgestimmter Geschmack, der natürlich den Eigengeschmack in den Mittelpunkt stellt. Und ein gewisser Widerstand beim Kauen. Ja. Das finde ich ganz wichtig, dass der nicht einfach so breiig sich auflöst, sondern man hat schon eine Struktur, die da ist. Sehr, sehr schön. Und jetzt kann man aus so einem Buckel nicht nur einen Schinken machen. Nee. Sondern man kann so einen Buckel auch, man ahnt es schon, man kann ihn auch smoken. Hier bei 37 Grad heute ein besonderer Spaß für uns. Man sieht es an unseren Stirnen, glaube ich, so ein bisschen. Es ist heiß. Warm heute. Es ist wirklich heiß. Wir machen es im Smoker leicht. Die 37 Grad hat er ziemlich schnell schon gehabt. Da liegt jetzt schon ein Buckel drin. Mhm, ne? Den haben wir vorher vorbereitet. Genau, erzähl mal, was haben wir da gemacht? Also der Buckel vorher war im Prinzip ähnlich wie der, er war ein bisschen größer. Den haben wir genauso pariert. Wir haben die Silberhaut weggemacht, außen die Sehnen weggemacht, ihn ein bisschen in Form gebracht. Und dann im Prinzip klassisch für ein Smokergericht gewürzt. Wir haben Salz, Pfeffer, eine kleine Gewürzmischung, ein paar Kräuter, die in dem Moment auch kein Problem sind, weil wir ja nicht mit Feuer arbeiten. Also es könnte nichts verbrennen. Die Gewürze haben wirklich Zeit, über die lange Dauer ins Fleisch einzuziehen. Mhm. Lassen den jetzt hier ungefähr 6,5 Stunden bei so 120 bis 135 Grad ein bisschen Rauch vor sich her smoken. Und dann wird er richtig lecker. Zumindest erwarte ich das. Vielleicht 3-4 Sätze zum Gerät, weil Charbroil ist unser Partner hier bei der Epic Meat Tour. Wir freuen uns riesig, dass wir hier wieder ein Charbroil-Gerät einsetzen dürfen. In dem Fall ist es der Charbroil Digital Smoker, der im Grunde mir oder dir oder uns hier die Arbeit abnimmt, da permanent zu kontrollieren, dass die Temperatur passt. Ne? Ja. Wir räuchern quasi mit Räucherchunks, die wir vorhin reingefüllt haben. Der Rauch wird automatisch erzeugt durch den Smoker. Wir stellen die Temperatur ein. Und im Grunde ist es dann einfach nur noch zurücklehnen und warten, ne? Richtig. Also er hat auch den Vorteil, wir können zum einen über die Temperatur gehen. Das haben wir hier gemacht. Bei 120, 125 Grad war der eingestellt. Man hätte aber auch die Möglichkeit, ihn über eine Kerntemperatur zu steuern oder über die Zeit. Also ich kann nur sagen, er soll fertig sein bei 120 Grad Kerntemperatur. Das wäre hier jetzt viel zu viel. Man kann ohne weiteres sagen, Kerntemperatur will ich 70, 80 Grad haben. Dann hört er auf. Ich kann aber sagen, nach 6 Stunden bitte in ein Warmhalteprogramm gehen. Und dann regelt er im Prinzip dann runter auf 45 Grad und hält dann warm, bis die Gäste kommen. Wie lange brauchen wir jetzt für diesen Buckel, der da drin liegt? Der braucht ungefähr 6,5 Stunden. Gut, dann nehmen wir uns jetzt ein bisschen Zeit, lehnen uns mal zurück, beziehungsweise... Wir gehen mal duschen. Und dann sprechen wir mal noch über Fleischqualität. Das machen wir. Sehr gerne. Das steigen wir jetzt ein, aber wir gehen gleich rüber zum Nils, weil Fleischqualität, das eine ist natürlich Fett im Fleisch. Das kommt ein Stück weit durch die Fütterung, durch das Alter. Aber Fleischqualität speist sich natürlich auch durch sowas wie Hingabe des Züchters zu seinen Tieren, dass sich jemand kümmert, dass jemand ein gutes Verhältnis auch zu den Tieren hat, dass die sich auch von ihrem Hormonhaushalt, von Harmonie innerhalb der Herde irgendwie wohlfühlen.
Und ich habe das Gefühl, der Nils ist da jemand, der wirklich viel Augenmerk auf sowas legt. Wie erlebst du ihn? Ja, der Nils hat, ja, ich habe ihn kennengelernt, das ist mittlerweile 5 Jahre ungefähr her. Er hat mich kontaktiert, da ging es um diesen Schinken und hat dann gesagt, komm doch mal vorbei und schau dir das an. Und mich hat das ganze Projekt von Anfang an fasziniert und sehr interessiert, wie diese Zebus so sind, weil ich eben wusste, was das eigentlich für eine Rasse ist und das mit der Fleischqualität, eigentlich dafür sind sie nicht berühmt, weil es eben Nutztiere waren. Hab aber auch gehört, dass es wohl in Brandenburg oder hier oben einen Züchter gibt, der da weiß, was er tut. Hab dann den Nils kennengelernt und der hat mir seinen Betrieb gezeigt. Und ich habe dann, seit ich mit ihm zusammenarbeite, jedes Jahr selber noch so viel mehr über Zucht gelernt, über Züchtung, über Fütterung, was wichtig ist, was falsch ist. Stichwort emotionale Tiergesundheit, was bei ihm sehr, sehr wichtig ist. Ich sage also, Nils, der macht das mit Herzblut und man merkt die Leidenschaft, die er in jedes Produkt stellt, also in jedes einzelne Tier. Von dem Moment, wo die Tiere zu ihm kommen, wo sie geboren werden, bis dann im Prinzip zum fertigen Produkt ist das, was einfach auch rund ist, wo die Zusammenarbeit einfach Spaß macht. Emotionale Tiergesundheit. Ein Stichwort, das man im Gespräch mit Nils Petacaya immer wieder hört. Für ihn, so sagt er, die Basis für ein gesundes Ökosystem und herausragendes Fleisch. Zeit, dass wir das Verhältnis zwischen Züchter und Tier noch etwas vertiefen. Als ich das erste Mal gelesen habe, das war im Skiurlaub in Südtirol, auf einer Milchbutte. Und da schrieb jemand, ja, bei uns wird viel auf emotionale Tiergesundheit geachtet, der Kontakt vom Landwirt zum Tier, aber auch der Kontakt der Tiere untereinander und dass die Herdenharmonie eingehalten werden muss, etc. Und von da an habe ich gelächelt, so wie viele, und habe gedacht, was für ein Quatsch. Aber dann habe ich darüber wirklich mal nachgedacht. Und dann wurde das Zentrum unserer gesamten Arbeit hier. Grundlage ist natürlich für jede Emotionalität und jedes Wohlfühlen ist ja erstmal die Ernährung. Da brauchen wir, also das ist so das Allerwichtigste, dass egal wie es sonst um so ein Tier bestellt ist, dass es immer gut ernährt ist, dass es immer genug zum Fressen hat und auch genug an Dingen findet. Wenn das geklärt ist, und das ist ja bei allen eigentlich so, dann kommen die anderen Parameter zum Tragen. Das heißt, die Beziehung zum Landwirt, zu dem, der mit ihnen umgeht. Wie geht er mit ihnen um? Ist es ein freundschaftliches Verhältnis oder ist es eben eher so ein, das ist eine Sache und ich gucke, dass ich so viel wie möglich daraus mache, so schnell wie möglich. Und da haben wir uns ganz klar dem Thema zugewendet und haben gesagt, nein, das ist hier eine Partnerschaft zwischen uns und den Tieren. Und seitdem geht bei den Tieren viel mehr in Richtung, also auch, dass sie viel sanftmütiger sind, auch uns gegenüber, viel mehr Vertrauen uns gegenüber auch haben. Wir haben alles ausgeklammert, was hier in der Herde die Harmonie stören könnte. Wir machen praktischerweise eine Art Weidemast. Das heißt also, wir trennen die Kälber nicht mehr von ihren Müttern, sondern wir ziehen hier 3 Generationen Kälber, zwischen 2 und 3 Generationen Kälber mit der Mutter zusammen auf. Bedeutet das also, das älteste Kalb am Ende der Maßnahme oder des Projektes 6,5 Jahre ist und die Mutter dann möglicherweise 10, 12. Und dann aber noch die Geschwister 5 und 4 oder 4 und 3 zu dem 6 Jahre alten Kalb. Und und dann sind wir eigentlich erst am Ende unserer ersten Periode angekommen, wo wir dann die ersten Tiere zur Schlachtung wegnehmen. Wir haben ja immer Vorreiter wie Zugizu aus Spanien, die uns, ich sag mal, in Teilen das hier vormachen. Wobei das natürlich ein völlig anderer Ansatz ist, ja, eine alte Kuh entzumästen und zu schlachten. Hier geht es ja gar nicht darum, sondern hier geht es eben wirklich darum, die gesamte Herde nach vorne zu bringen und dann im Zyklus Tiere auszuwählen. Wir sind ja immer eine Outdoor-Ranch, das darfst du ja nicht vergessen. Wir haben ja, jede Witterung schlägt sich auf die Fleischqualität nieder, ja. In so einer Ranch, wo das Tier im Winter draußen klarkommen muss. Aber dadurch, dass die Tiere eben jetzt die Zeit haben, die ganzen Stressmomente in ihr Leben einzuknüpfen, erzielen wir am Ende ein extrem geiles Fleisch. Mit einer wirklich sehr guten Marmorierung und mit einer fantastischen Fettabdeckung. Musik.
6 Stunden Wartezeit, was für ein Sommertag heute. Und jetzt holen wir den mal raus, würde ich sagen. So, da ist das Prachtstück. So, mal gucken. Nimmst du das Thermometer? Genau. So. Ronny, ich glaube, ich übergebe dir das Zepter an der Stelle. Du bist der Cortador. Ronny übrigens, Aufschnitt-Weltmeister, kann man fast sagen. Nicht ganz. Kannst du noch kurz zwei Sätze zu sagen, weil das ist ja auch spannend bei dir, ne? Du bist ja nicht nur Reifenspezialist, sondern auch Maestro-Cortador. Meister des Aufschneidens, ne? Ja, Aufschneider. Erzähl mal noch kurz. Nein, also ich war in Spanien, habe mich da weitergebildet zum Cortador, zum professionellen Schinkenschneider, weil das eben schon seit jeher meine Passion ist. Mhm. Schinken haben wir auch vorher, hatten wir den Cebu-Buckelschinken und habe zusammen mit der Fleischerschule Augsburg da einen Kurs initiiert, wo sich jeder, der sich dafür interessiert, für das Thema Schinken weiterbilden kann. Wie schneide ich auf, wie lagere ich am besten, wie muss ein Schinken richtig reifen. Und der Kurs wird sehr, sehr gut angenommen, macht sehr, sehr viel Spaß und unter www.fleischerschule.de kann man sich anmelden. Kannst du vielleicht rausschneiden. Das bleibt drin. Bei uns wird nichts rausgeschnitten, sondern genau die Momente bleiben bei uns alles echt. Ja, super Sache. Echt ist auch dieser Anschnitt jetzt. Hier, bitteschön. Ich danke dir. Aufpassen, hier schneidet einer an, der es wirklich kann. Okay. Also wirklich, wie er sein soll, im Kern noch schön rosa. Man sieht, wie saftig er ist, man sieht schön die Struktur. Dann reichen uns wahrscheinlich auch schon mal 3 Scheiben, um das mal zu verkosten. Nils, was ist das für ein Gefühl, wenn der eigene Buckel angeschnitten wird, aber der Buckel der eigenen Rinder? Ja, also du bist immer A, erstmal gespannt, ja, und B, dann immer glücklich, weil du siehst, wie deine Arbeit umgesetzt wird und wie am Ende genau das passiert, was du eigentlich vorhast. Ronny, könnte man da jetzt auch so eine Art Pultbuckel draus machen, wenn man sagen würde, man geht eher Richtung die 95 Grad, übergart es so richtig, Kollagen löst sich komplett auf, wäre das auch denkbar? Ja, ohne weiteres. Es wäre zwar eigentlich schade ums Produkt, weil es schon ein außergewöhnliches Produkt ist. Und wenn ich das jetzt zerreiße und zerzupfe, ist es optisch nochmal ganz so schön wie jetzt hier in so ein paar Tranchen. Aber generell dadurch, dass er so viel Kollagen hat und sehr viel Saftigkeit mitbringt, wäre es ohne weiteres möglich. Also ich würde jetzt gerne probieren. Greif zu. Dann fange ich mal an. Nehmen wir hier ein Eckchen. Aber ihr müsst auch, ne? Ja, klar. Eine besondere Textur. Hat noch einen gewissen Biss, klar. Wir haben ihn auch Medium, oder nicht Medium, aber im Kern noch rosa gegart. Und jetzt nicht ans Limit gepusht, wie so ein Brisket, was dann wirklich auseinanderfällt. Ja, dann wären wir schon im Pultbereich. Also wir sind jetzt hier bei ungefähr 80 Grad, sagen wir mal knapp 80 Grad. In der Mitte werden es so noch 75 sein. Ich finde es sehr gut, wie du sagst, eine sehr interessante Struktur. Er ist zart, man kann mit der Zunge am Gaumen schon, man spürt die Faser, man kriegt nacheinander. Von der Würzung sehr mild, aber man merkt eben auch wieder den Fleischgeschmack. Und das Fett sorgt für die Saftigkeit und für den Geschmack. Also definitiv Besonderes. Ein einzigartiges Erlebnis, weil so viele Buckel gibt es in Deutschland nicht. Ne? Nils, wie viele sind es insgesamt, die davon momentan in der Bundesrepublik kursieren dürfen? Ja, in einem Jahr werden vielleicht in der Bundesrepublik so 40 Buckel insgesamt anfallen. Boah. Bei uns so circa 20, wenn wir vernünftig in der Vermarktung drin sind. 20, 30 Stück. Wow, eine exklusive Geschichte. Eine Riesenehre, dass ihr dieses Erlebnis mit uns geteilt habt. Wirklich freut uns wahnsinnig. Vielen Dank fürs Dasein dürfen. An euch, wenn ihr Lust habt, mal Buckel zu probieren, dann haben wir jetzt die exklusive Möglichkeit, so einen Buckel anzubieten. Denn Ronny und Nils haben beschlossen, diesen Buckelschinken, den ihr eben gesehen habt, ich blende den jetzt einfach nochmal ein hier, diesen Schinken mit dieser unglaublichen Marmorierung bei uns im Fleischglück-Shop online zu bestellen, exklusiv, gibt es nirgendwo anders. Tolle Gelegenheit, auch hierfür vielen, vielen Dank, finden wir ganz toll. Also schaut einfach mal rein, wir haben das Ganze unter dem Video verlinkt. Und jetzt geht's wieder an den schönsten Part der Epic Meat Tour. Jedes Mal, der Abend kommt, die Sonne geht langsam unter. Wir machen uns ran ans Fleisch, genießen noch ein bisschen den Abend, sagen Tschüss an dieser Stelle. Wir hoffen, ihr habt das mitgenommen, konntet hier Einblicke kriegen in einen Betrieb, den es in der Form, glaube ich, in Deutschland nicht nochmal gibt. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Das war die Epic Meat Tour. Lasst uns ein Like da, gerne ein Abo und bis zum nächsten Mal. Servus.